Das Auto gehört einer Ava Lynn. O'Hara, wie ist der Status? Da ist keiner drin. Komm mal hier. Also, okay. Ich hab mich da sogar reingeschlichen und vorne ins Gebiss gestellt. Hierher? Ist keiner da? Nee. Das Einzige, was gerade war, die Italiener waren mit ihrem Size-Müllwagen da. Kurz bevor wir ankamen. Das war auch das Einzige. Fahren Sie mal in die Gegend von denen, ob die da sind. Die Italiener? Ja. Ja, können wir machen. Da die jetzt aber mit ihren Müllwagen, also die können nicht weit sein. Ja, verstehe schon. Die haben auch ein bisschen Bullshit erzählt. Die meinten, die hätten eine Ladung Koks dabei, aber naja. Also Hotel auf jeden Fall nicht. Nee, Hotel ist momentan negativ. Ist gar keiner da. Kann es denn sein? Okay, dann gucken Sie mal, wo die Müllwagen sind. Und ob die irgendwie wieder in ihre Route reinfahren, dann können wir nochmal gucken. Ja, alles klar. Wir fahren mal runter nach Little Italy. Alles klar, ich sag mal das Bescheid. Bis dann. Kies, wo bist du jetzt genau? An der steilen Treppe auf der Rückseite. Ja, komm mal zur Straße, wir holen dich ab. Jo, bin ich. Leitstelle Ende. Was kann ich für euch tun? Wie war's? Privet! Was zur Hölle ist mit euch nicht in Ordnung, sag mal! Was? Wollen Sie gleich mitkommen auf die Feier? Welche Feier? Ich hab die Russenwaffe schon mal geübt. Jungs, wenn ich so viel Freizeit hätte wie die Staatsanwälte, wirklich, würde ich mich freuen. Sorgen Sie mal dafür, dass wir mehr machen können. Wie mehr machen können? Die Richterschaft ist ja nicht erreichbar. Ich kriege jetzt gleich... Den ganzen Tag telefoniere ich Rain. Hat er heute frei? Genau. Nimmt der Freitag wörtlich oder was? Kann sein, ja. Jungs, ich krieg noch einen Hassschreianfall. Ciao. Das kann nicht sein. Jeez. Wieso sind keine Richter da? Und wie, was soll das? Und warum ist der Chief Justice nicht da? Und warum trifft er keine Entscheidung? Das weiß ich nicht. Aber nehmen Sie erstmal eine Zigarre. Ich rauche nicht. Ja, dann halt für einen besonderen Moment oder so. Aber es sind gute Fragen, die Sie gerade gestellt haben. Ja, ja, wo? Die Frage stellen wir uns aber auch. Super. Ja, seit Wochen. Super, toll. Mir wurde das so vermittelt. Commissioner Denton kommt auf mich zu und sagt, Harris, wir müssen keine Sorgen machen. Wir werden nicht nur die Exekutive, sondern auch die Judikative reformieren. Und jetzt sitze ich hier, reformiere... Und dann gucke ich zur Judikative und die ist nicht da. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Herr Harris, wir haben, ich glaube, seit einer Woche warte ich auf eine Antwort auf Strafanträge, die ich gestellt habe, auf Strafbefehl. Ja, es ist ein Katastrophe. Eigentlich muss der Richter mir nur sagen, ja oder nein. Eröffnet. Kann man, wenn er sagt an. Nein, dann mache ich halt eine Hauptverhandlung draus. Ne? Aber, ja, es reicht jetzt. Also ich werde jetzt, langsam platzt mir der Sack. Okay. Aber schön. Nutzt die freie Zeit noch. Denn wenn mir der Sack geplatzt ist, dann geht das nicht mehr. Ich glaube, wir würden uns sogar eher darüber freuen, weil wir haben 6 Seiten offene Akten und wir können nicht eine davon zum Abschluss bringen, weil wir einfach keine Antworten bekommen. Ja. Ich habe 5 Fälle. Ihr müsst das selber entscheiden. Ihr müsst das einfach selber entscheiden. Es führt kein Weg dran vorbei. Was soll man machen? Wenn die Richter nicht da sind, was soll man machen? Ja, ist richtig. Ja, das so.
Problem ist halt, wenn wir uns jetzt, ich habe, glaube ich, 8 Fälle bei mir auf dem Tisch. Die sind jetzt alle in der Schwebe. Natürlich könnte ich jetzt anfangen, mir neue Fälle anzufangen, aber dann hänge ich nach 2 Tagen wieder in der Schwebe mit denen. Und dann habe ich plötzlich irgendwann 20 Fälle, die alle auf einmal verhandelt werden. Na, gute Nacht. Alles klar. Das Problem ist, selbst die Anwälte wissen schon Bescheid, dass wir nur noch AGV schließen wollen, weil wenn die vor Gericht kommen, und die sagen schon in den Zellen, nee, wir machen keine AGV, weil die wissen, dass sie eh nicht vor Gericht kommen. Ja. Und wir werden erstmal einen Monat nie wieder was von dem Thema hören, weil wir einfach nichts machen können. Wir haben halt 2 Richter und die beiden Richter sind nicht da und der Chief Justice hat sich selber aus dem Spiel genommen, indem er in seinem neuen Gesetz reingeschrieben hat, dass er nur noch den Supreme Court ausrufen kann oder den besetzt. Mehr macht er nicht mehr. Das heißt, wir haben niemanden, der die Fälle bearbeiten kann oder abschließen kann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht. Ich verliere die Kontenance. Ja. Das Ding ist, wir haben schon überlegt, ob wir jetzt den Richter machen sollen. Aber dann gibt's auch wieder keine Staatsanwälte. Nee, bleibt mal bitte genau da, wo ihr seid. Ich werde 4 Personen des Mülltransports konnten jetzt gerade am Little nächste Woche werden, aber die haben sich bereits umgezogen. Nächste Woche werde ich das durchdringen und komme, was wolle. Ich habe die Schnauze voll. Es geht nicht. Wenn die Richter nicht da sind, dann sollen die ihren Kumpel. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja, rumpimmeln, keine Ahnung. Rumpimmeln? Was ist denn rumpimmeln? Ja, halt irgendwas zu Hause. Sich an den Eiern kraulen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die machen. Auf jeden Fall keine Arbeit. Gut. Also unterschreiben tun sie nichts, das ist das Problem. Nee. Alles klar. Wir brauchen wirklich nur Unterschriften. Mehr ist das nicht. Ja, gut, alles klar. Okay, dann was zur Hölle wollt ihr hier? Hier haben sie gesehen, haben gerade Hardbass gehört und dachten, wir gucken mal vorbei. Ach, verdammte Scheiße. Und jetzt fahren wir auf die Party, würde ich sagen. Galaxy, ne? Ja. Wollen sie mitkommen? Nein. Wir sind doch danach eh später, wenn da irgendwer gefangen genommen wird, abgestochen wird, erschossen. Ach, dann sehen wir uns doch wieder. Dann sehen wir uns doch wieder. Ja, ja. Also dann bis später. Also sie meinten, sie kommen einfach nach. Wir kommen danach, genau. Ja, wir kommen danach. Sehr schön, perfekt. Dann bis später. Ja, danke, das machen die nicht. Bis später. Ist die Feier am Galaxy bekannt? Ja. Die ist auf VNet gepostet, ja. Alles klar, dann die Streifen, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe, Glitter. 2 ist außer Dienst gegangen. Alles klar, never mind. Also egal, was ich gerade gesagt habe, die Streifen werden jetzt erstmal nicht abgerufen, sie können die wieder anfunken. Ja. Und wir konzentrieren uns mal auf die Situation rund um Galaxy, denn wenn das so abgeht wie das letzte Mal, wird das heute noch werden wir danach kommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Natürlich da, wo es dann diese Fake News gab mit hier, die haben die Geiseln gerettet und sowas. Naja, genau. Chief? Hä? Wir haben hier ein Riesenproblem mit Personal, die sich gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben und sich keiner um nichts kümmert. Ja, das ist ein gigantisches Problem. Darum habe ich Watson befördert, dass der den Leuten die ganze Zeit in den Arsch tritt. Ja, ja, aber wenn sich nicht mal an einem Shopraub jemand dazu benötigt fühlt, Zeugen aufzunehmen oder die Aussagen aufzunehmen, sondern lieber Smalltalk halten. Ja, dann treten sie den einfach in den Arsch. Ja, ich bin dabei, aber ich muss ja, wissen Sie, die rufen einen an und als Antwort kommt, ja, ich weiß, die dritte Streife, ich habe hier keine Verantwortung. Da kriege ich zu viel, da kriege ich einen Riesenhals. Ja, dann treten sie den in den Arsch. Ansonsten trete ich den in den Arsch. Und ich habe den größeren Schuh an, Maltas, Madaki. Verdammte Scheiße. Ich habe Schuhe Größe 42,5. Ja, 49,5. Ja gut, dann die passen ganz tief rein. In der Akademie hatte ich immer den Namen. Der Clown. Aber nicht, weil ich gute Witze gemacht habe. Haben Sie sich geschminkt? Das war's, Madaki. Genau das wird's gewesen sein. Tut mir leid, Chief. Na gut. Was ist denn jetzt hier mit Maltas? Sagen Sie mal, Price. Sir.
Price, muss ich Sie in Gewahrsam nehmen, weil Sie DTU-Agenten umbringen wollen, oder was? Wenn Sie nochmal am Steuer Flappy Bird spielen, dann ziehe ich Ihnen Ihre Nase lang. Ja, Sir. Verdammte Scheiße. Männer, hat Malte seinen Akku aus seinem Handy rausgezogen oder was? Wir haben alle Handys eingesammelt. Ist als SWAT-Leiter sehr klug. Maltas! Ich hab meinen Akku extra drehen hier lassen, weil ich will. Maltas, was soll das? Ja, ich dachte, wir sind im SWAT-Funk. Naja, wir sind im SWAT-Funk, aber vielleicht sollten wir Koordinationsabsprachen machen, wo ich nicht extra in den Granger steigen muss, um hier rüberzufahren. Das ist der Postweg. Soll ich Ihnen eine Taube schicken oder sowas? Ein Vogel? Greif? Wollen Sie vielleicht irgendwas? Soll ich einen Stein werfen? Maltas, verdammte Scheiße. Folgendes. Das Intercontinental ist nach der Beobachtung und Recherche von der DTU erstmal kein neues Ziel. Die suchen gerade ein neues Ziel. Aber Okay. Wir haben im Galaxy einen Einsatz bzw. eine Veranstaltung, wo heute irgendeine Kostümveranstaltung ist oder sowas. Haben Sie vielleicht über das V-Net schon gesehen? Es kann sein, dass wir abziehen und da dann halt den Hauptpunkt haben, wenn da irgendwas los ist. Okay, ich gehe mein Handy nochmal kurz holen zur Sicherheit. Ja, bitte. Verdammte Scheiße, Mann. Oh Gott. Hat er die Kiste da auf dem Boden liegen gelassen? Das ist sehr klug. Also mal gut, dass ich mein Handy noch bei mir habe. Also, das Handy ist doch nicht abbezahlt, oder? Der lässt das auf dem Parkplatz. Ne? Also, das kann jetzt, es ist jetzt halt... Für Sie zur Information, das ist aber auch jetzt abgesprochen, das wird sich jetzt einpendeln. Es wird öfter mal so Situationen geben, wo wir Sie einberufen. Dann sind Sie erstmal auf Abruf und wir arbeiten so eng mit der DTU zusammen, dass immer gescoutet wird. Das heißt, wir haben Ziele und diese Ziele können wir nur anfahren, wenn logischerweise wer da ist. Im Intercontinental aktuell keiner da. Es ist einfach niemand da. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die müssen alle unterwegs sein. Das müssen diese Bubblegum-Leute sein, die im Pink rumrennen. Sollte das sein. Bubblegum? Ja, die haben oben bei der alle Pink haben die unterwegs, Leute alle Pink angezogen. Und überreden die zu Shopräumen. Die Bubblegum-Gruppe. Ja, gut. Auf Basis dieser Information würde ich jetzt erstmal sagen. Ich rufe mal kurz O'Hara an. Ja, Chief. Gibt's neue Informationen? Ja, hab ich's durchgefunkt. Hören Sie das nicht? Das kann sein, ich bin nicht im Funk drin, aber ich habe jetzt gerade auch eine längere Toilettenpause gemacht und das beiseite gelegt. Ach so, ja.
also, wir waren in Little Italy, da waren nur noch 3 von diesen Personen anzutreffen, aber die Müllwagen nicht. Und die hatten sich auch mittlerweile dann wieder umgezogen. Okay. Ja, wir das suchen heißt, jetzt weiter nach den Müllautos. Alles klar, das heißt, ich würde jetzt Folgendes aber, vorschlagen. Wir machen die, wir canceln das SWAT-Ding heute, weil wir haben, wenn wir keine Ziele haben, brauchen wir nicht anfahren. Ja, das, richtig. Dazu machen wir aber Fokus auf das Galaxy heute, weil da wieder eine Veranstaltung ist. Ja, richtig. Okay, das heißt, kann man ja machen, können wir uns ja bereithalten. Das heißt, wir, ich schicke die alle wieder in die Streife allgemein rein. Sie halten am Galaxy aus und dann legen wir über die Streife allgemein einen Fokuspunkt aufs Galaxy. Ja, perfekt. Falls da wieder irgendwas so ist. Alles klar. Gut, danke, bis dann. Okay. Normaler Funkkreis wieder. Ja, wir gehen. Alles klar. So, soweit verstanden. Wieder umziehen. Das wird jetzt öfter mal passieren, aber wenn die Ziele nicht da sind, brauchen wir nicht rausfahren, Jungs. Ja? Also, umziehen, Streife bilden, wieder rausfahren, Fokuspunkt Galaxy, es wird über die Streife koordiniert. Ich bin dann gleich bei der Leitstelle zugegen. Ich bin hier. Alles klar. Verstanden. Ach Mann, ja, es ist, was willst du machen? Ja? Kannst du nicht einfach irgendwo rein? Ich hab gedacht, das Handy weggeben ist eine gute Idee. Oh, nee, ey. Was du Scheiße. Was zur Hölle ja, ist hallo, denn hier los? 74 Madaki. Ist das richtig, dass Sie vorhin von einem Herrn Piep dazu genötigt wurden, einen Shop zu überfallen? 5019. Wir wechseln auf Granger. Ja, wollen Sie, ganz kurz, wollen Sie eine Anzeige gegen ihn stellen? Aber er hat Sie doch dazu genötigt, oder nicht? Wie Gruppenzwang. Ja. Streife 5 für Leitstelle, komm. Mhm. Streife 5 hört, komm. Ja. Ihre aktuelle 1020, komm. MFPD, komm. Können Sie auch beim Herrn Kreuzer bei 5010 beim Transport unterstützen, komm? Ja, so 10-4, komm. So, 10-4, Leitstelle Ende. Marschstreife 3, 10-8. Mhm. Können Sie uns mal gefallen, können Sie ein bisschen auf den Punkt kommen? Okay, also er hat ihnen eine Waffe in die Hand gedrückt und hat ihnen gesagt, in Amerika macht man das so und sie sind dann da rein und haben den Shop ausgeraubt. Okay, ja gut, das war's dann erstmal. Leitstelle für die Streife 5, komm. Leitstelle? Ja? Die Sache von dem Herrn Kreuter, 7010 war der Postcode, komm. Also wurden sie dazu... 10, alte Fahrschule, okay, also wurden sie dazu gezwungen. 10-4. Sie wurden dazu gezwungen, okay. Okay, und würden Sie das anzeigen? Weil ansonsten wären Sie hier der Tat schuldig. Okay, gut. Wir werden uns nochmal bei Ihnen melden, ja? Chief? Ja.
Folgende Sachlage, da waren Moment vorhin bei der Grove Street Tankstelle bei dem Überfall mehrere von diesen pinken Leuten, darunter Piep. Die haben wohl einen Neuankömmling dazu gezwungen, den Shop zu überfallen, haben den Waffe in die Hand gedrückt und ja. Na, dann nehmen wir, der steht doch gleich da vorne, oder? Keine Ahnung, ja, richtig. Habe ich gesagt. Mr. Briggs? Hallo. Wollen Sie mir den Gefallen tun, Ihre Hände hochnehmen, damit Officer Ihnen Handschellen ablegen kann, aufgrund der Tatsache, dass Sie jemanden dazu genötigt haben, einen Shop zu überfallen? Hände hoch, sofort. Das ist schon wieder Polizeigewalt, ich sag's Ihnen. Hände hoch, sofort! Das ist so scheiße, oh Gott. Ich danke Ihnen. Das ist absolut die Polizeigewalt. Und dann gehen Sie ins PD bitte rein. So eine Scheiße. Folgen Sie dem Officer. Mach's gut, ne? So. So, dann unterstützen Sie den Kollegen mal bitte. Ja, ich muss eigentlich raus jetzt hier wegen Herrn Kreuzer, aber Kollege wird nicht fertig da drüben. Ja, wer ist denn hier gerade noch frei? Der Kollege da vorne, da wird geredet. Mhm. Die Situation vom PD jetzt langsam mal auflösen. Wenn das deeskalierend da fertig ist, dann nehmen Sie mal Abstand damit jetzt. Ja, ein Officer bitte mit mir runter zum Zellentrakt. Herr Baskar, kommen Sie bitte auf die andere Straßenseite. Ich möchte gerne auf Streife, danke. Streife 8, 10, 8. Hier soll... Scheiße. Ja, keine angucken da. Ja, Pricey Boy, hä? Über dich gibt's solche Lines nicht? Nee. Brauch ich auch nicht, bin ich ganz froh drum. Scheiße. Dein Respekt der Straße. Naja, klar. Da sieht man. Na, gehen Sie mal bitte rein. Wir machen die Tür von innen zu. Bewerbungsgespräch hier. Ja, ich denke mal schon. Ich hab letztens einfach gefragt, das hat geklappt. Tür bleibt so lange zu, bis die sich verziehen. Das heißt, ich der Rest geht über den Seitenangang aus. Fahren, aber du willst ja nicht arbeiten, du bist der größte Kriminelle überhaupt. 02 hat die Anweisung gegeben, die Vordertür zu schließen, damit die sich hier drinnen nicht aufteilen. Wenn wer raus muss, dann über den Seiteneingang, nicht über die Vordertür rausgehen. Staffel 1 fährt aktuell 10:31 an. Marschestreife 3 fährt auch 10:31 an. Ist alles offen? 100 Meter zählen. Leitstelle für die Streife 6, komm. Streife 5 für Streife 2, komm. Streife X für den 31 hin. Was denn? Ja, das kann ein Piep machen als Strafe dann. Den habt ihr ja wieder. Sogar extra schön vergessen, dass meine Finger extra fettig sind. Oh, das macht man doch nicht. Das gehört sich einfach nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Das Ziel dieser Sache, um was geht's? Eigentlich wollten wir nicht wissen, warum das jetzt gerade drin ist. Weil jemand zum Shopraub angestiftet hat. Und wenn noch ein paar mehr Leute anzeigen, machen, werdet ihr wahrscheinlich auch nochmal angesprochen, ne? Aber Piep macht sowas doch nicht. Natürlich nicht. Alles klar. Kann man Ihnen sonst noch helfen? Dann bitte. Doch, ich sag noch eine Kleinigkeit. Vielleicht könnten Sie der Person da hinten freundschaftlich sagen, wurde jetzt die Unterstützung benötigt wegen Herrn Kreuzer kommen? 5010 bei der alten Fahrschule. Danke. Strafe 6 Ende. Streife 5 ist doch die Unterstützung für Kreuzer. Information von der Streife 2, es sind genug Einheiten für die Unterabsicherung des Transports bei Herrn Kreuzer vor Ort. Danke für die Info von Streife 6, mein Gott. Leitstelle für die 74, komm. Leitstelle hört. Wir bräuchten einmal hier einen Staatsanwalt unten, komm. So 10-4, komm. 74, ne? Marschestreife 3, 10-8.
Internetseite rufen. Was zur Hölle ist da draußen eigentlich los? Ja, das sind die Bubblegums. Was, die Bubblegums? Ja, diese pinken Leute. Die, verdammt, die sind halt Weichen der Birne. Ich hab doch gerade schon den Jenkins oder so da gesehen. Jansen. Jansen, genau. Ja. Das sind alle. Chief, alle. Die haben Langeweile. Ja gut. Dann sollen die einfach in die JVA gehen. Bieten Sie es mal an. Strafe 1, 10, 8. Ich hab zwei Jungs. Wir sind so Public-Typen. Dann machen wir das zu Hause. Im Notfall gibt's Spucke. Los. Ich verstehe kein Wort. Ja, dann mach du das doch. Nee, ich bin ja zu breit. Entschuldigung, gehen Sie mal bitte von der Tür weg. Ja. Einen Schritt, danke schön. Wollen Sie hier raus? Ist das jetzt hier? Eigentlich schon, nee. Ja. Ich will. Ja, nein. Ich würde gerne raus. Dann gehen Sie doch raus. Tür ist offen. Danke. Also, hier sind Sie nochmal. Oh, endlich Freiheit. Scheiße. Das ist der Chief, hatte der nicht mal Chief? Ja, genau. Harris oder so. Wir müssen auf jeden Fall gehen, denke ich. Ja, genau. Ich schicke einen Dispatch. Was, alle waren zum Stadtpark? Stadtpark? Ja, das hat... Was geht ab, Rasch? Was ist beim Stadtpark denn? Am Stadtpark ist viel cooler als hier. Das stimmt gar nicht. Nein, im Stadtpark ist niemand. Doch, stimmt. Ja, doch, stimmt. Beim Stadtpark sind nicht so viele Polizisten. Das macht es definitiv cooler als hier. Das stimmt nicht. Außerdem dachte ich, Sie können mir jetzt noch ein paar Lektionen in Little Lecken zeigen. Ja, das stimmt. Ja, bin ich auch dabei. Das ist was Cooles, Ländliches so. Ja, am schicksten finde ich das aus von dem Herrn da drüben. Mit dem dunklen Hemd. PDF meldet sich vom Ortsfunk im Streifenfunk wieder an. Die von dem Herrn Mr. Harris. Ja. Wow. Officer, sagen Sie mir doch mal, wie viel ist denn Ihr Outfit wert? Also ich gehe jetzt erstmal mein Auto holen. Soll ich dich fahren oder ist es in der Nähe? Machen Sie auch Dropshipping? Okay. Ja, stabil. Ja, vielen Dank. Ja. Danke. PD 31, 1032. Das ist schön zu hören. Sir, wie von der Comic-Con. Sir, Sie mit der Vollmaskierung. Abnehmen. Was? Nehmen Sie das ab. Wieso denn? Bitte die Vollmaskierung entfernen. Ja, aber er macht doch nur Cosplay. Aber ich darf das doch behalten, meinten die anderen Polizisten. Sir, nehmen Sie doch bitte die Vollmaskierung ab. Alles klar. Darf ich die da wieder aufsetzen? Nein. Ja, aber es ist doch Cosplay-Tag. Die Brille darf ich behalten, oder? Jetzt kann man deine schönen Haare sehen. Baschka, gehen Sie mal bitte rein. Okay. Wenn euch langweilig ist. Wenn euch langweilig ist, dann sagt mir Bescheid. Ich schließe euch die JVA auf, ihr geht rein und ich werfe den beschissenen Schlüssel weg. Ist das okay? Dann könnt ihr euch da drinnen irgendwie den ganzen Tag belabern, könnt lustiges Zeug machen, aber mir nicht unbedingt auf den Sack gehen. Dann ist es das, was ihr tut. Euch ist langweilig, ihr färbt euch die Haare, lauft durch die Gegend und geht Leuten auf den Sack. Und ihr denkt, das hat irgendeinen Mehrwert, aber das hat es nicht. Also lasst es. Lasst es einfach. Ja, aber sie machen doch jetzt gerade das genau Gleiche. Geht mir einfach nicht auf den Sack. Geht den Leuten nicht auf den Sack. Und wenn doch, dann sagt mir Bescheid. Ich schließe die für euch auf. Ich lasse euch da rein. Werft den Schlüssel weg. Und dann könnt ihr den ganzen Tag da im Kreis stehen. Könnt den ganzen Tag euch versuchen, mit Dreck die Haare zu bemalen. Euch ein paar lustige Methoden ausprobieren. Aber das hier, ehrlich, ist das euer Anspruch ans Leben? Da wirkt einer ein bisschen triggert so. Ja, ist das euer Anspruch ans Leben? Wir waren ja gerade am Gehen, da wurde. Wir sollten immer auf die Felder gehen. Auf die Maisfelder am besten. Viel mehr für die Gesellschaft machen. Ich denke, am besten auf die Maisfelder. Ein bisschen was beitragen. Wollen wir auch nochmal ein bisschen Spaß haben. Jesus Christ. Ich empfehle Star? Yoga, junge Magier. Chief? Ja? Baschka, was ist? Sir, dürfen wir die weißen Staniere fahren, Sir? Ich weiß nicht, welche Sie meinen. Der dort drüben steht, Sir. Also hinter der Mauer. Da der gerade zumindest. Gerade auch nicht. Da gibt's nur ein Fahrzeug und das ist der vom Chief. Oh. Es gibt zwei davon. Achso, das ist Ihr Auto? Nee, am besten nicht. Einfach die markierten, bitte. Na gut.
Ei, ei, ei.